Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 72, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde. Fraport Deal schadet Griechenland. Landesregierung darf Ausverkauf der griechischen Infrastruktur nicht unterstützen. Drucksache 2449 aus 19 wird zusammen aufgerufen mit Tagesordnungspunkt 82, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Bereicherung auf Kosten Griechenlands durch die Übernahme griechischer Flughäfen durch die Fraport AG, Drucksache 2471 aus 19, und erteile als Erstes das Wort Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am letzten Sonntag wurde in Griechenland gewählt, und als Erstes möchte ich dem Syriza-Bündnis zum erneuten Wahlsieg gratulieren. Ob Syriza aber umsetzen kann, für was sie gewählt wurden, nämlich ein Ende der Kürzungs- und Verarmungspolitik, ist fraglich, denn Griechenland steht unter dem Diktat der Troika. Die Demokratie wurde ausgehebelt und Griechenland zum Protektorat der Eurozone. Kolleginnen und Kollegen, bitte um etwas mehr Ruhe für die Rednerin. Kollegin Wissler, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Bei einer Redezeit von 5 Minuten möchte ich das nicht, sonst komme ich mit dem Punkt nicht durch. Die Demokratie, meine Damen und Herren, in Griechenland wurde ausgehebelt und Griechenland zum Protektorat der Eurozone. Und das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Worte der Grünen und langjährigen Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, nachzulesen in der Frankfurter Rundschau. Sie sagt, die Eurozone habe damit gezeigt, dass demokratische Wahlen sinnlos geworden seien. Die Veränderung des Systems solle nicht einmal mehr gedacht werden können. Recht hat sie, meine Damen und Herren. Blicken wir zurück auf den 13. Juli. In Brüssel wurde das dritte sogenannte Rettungspaket für Griechenland beschlossen. Tatsächlich handelt es sich um ein erneutes Kürzungsdiktat auf Kosten weiter Teile der Bevölkerung. Die neuen Kredite zögern den Zeitpunkt nur weiter hinaus. Zudem die Euro-Staaten, die ja den Banken ihre Risiken großzügigerweise abgenommen haben, das Geld abschreiben müssen. Und wohlgemerkt, in diese Situation haben soziale und christdemokratische Schwesterparteien Griechenland gebracht und nicht unsere. Griechenland wurde auf maßgebliches Betreiben des Bundesfinanzministers ein sogenannter Privatisierungsfonds aufgezwungen, also eine Art Treuhand 2.0, die griechisches Staatseigentum zum Krisenpreis verhökern soll. Der Erlös soll aber nicht den Griechinnen und Griechen zugutekommen, sondern er soll der Tilgung der Schulden dienen, von denen alle wissen, dass sie eh nicht zurückgezahlt werden können. Dieser Privatisierungsfonds, meine Damen und Herren, bedeutet nichts anderes als den Ausverkauf der griechischen Infrastruktur an ausländische Konzerne. Und zwar Konzerne wie die hessische Fraport AG. Um sicherzustellen, dass die Profite auch in den richtigen Kassen landen, wurde das schon länger im Raum stehende, aber von der Tsipras-Regierung gestoppte Fraport-Geschäft in den Text für das sogenannte Hilfspaket explizit mit aufgenommen. Und dabei geht es um die Vergabe der Konzessionen für 14 gewinnbringende griechische Flughäfen an die Fraport AG, während die 26 defizitären Flughäfen in Griechenland beim griechischen Staat bleiben wollen. Das heißt, die Gewinne fließen nach Deutschland ab, die Verluste bleiben in Griechenland und vergrößern das Haushaltsdefizit. Und das nennt sich dann Rettungspaket, meine Damen und Herren. Der griechische Infrastrukturminister sagte dazu, das passt eher zu einer Kolonie als zu einem EU-Mitgliedsland. Und damit hat er auch recht. Und wie sich zeigte, hat der Ministerpräsident Bouffier tatkräftig sich hier eingemischt. Er reiste nach Brüssel, um bei der EU-Kommission Druck zu machen, dass Fraport zum Zuge kommt. Herr Bouffier ist der Auffassung, dass der griechische Staat unfähig sei, die Flughäfen zu betreiben. Ohne Privatisierung, so sagte er wörtlich, würden sie irgendwann mit Unkraut zuwuchern. Das waren seine Worte. Und da frage ich Sie schon, wie kommt ein Ministerpräsident, der für den Bau eines Regionalflughafens in Hessen verantwortlich ist, der nicht gebraucht wird und der jahrelang am Tropf öffentlicher Kassen hängt, wie kommt der eigentlich dazu, den Griechen Tipps zu geben, wie sie ihre Flughäfen zu betreiben haben? Und wie kommt ein Politiker, der aus einem Land kommt, der es nicht einmal schafft, einen funktionierenden Hauptstadtflughafen zu bauen, dazu so arrogant über die Griechinnen und Griechen zu urteilen, meine Damen und Herren, das ist peinlich und das ist beschämend.
Aber auch andere hessische Politiker haben den Deal verteidigt. Der Grüne Frank Kaufmann spricht davon, das sei eine gute Nachricht für die Menschen, die im Rhein-Main-Gebiet mit den Belastungen des Flughafens leben. Denn wenn Fraport woanders investiere, dann wachse der Frankfurter Flughafen langsamer. Ihre Argumentation. Also die Annahme, dass die Menschen, die in Frankfurt unter Fluglärm leiden, dass die jetzt davon profitieren würden, wenn es den Griechenland-Deal mit Fraport gäbe, ist doch absurd. Also, als ob jetzt die Lufthansa nur noch über Rhodos fliegt und nicht mehr über Frankfurt, das ist doch wirklich absurd. Und die SPD hat auch Zustimmung signalisiert mit dem Argument, das sei eine gute Nachricht für die Menschen, ja, ihr könnt das ja gleich noch einmal ausführen, vor allem für die Menschen, die an den Standorten arbeiten, sei das eine gute Nachricht. Sehen die Menschen, die an den Standorten arbeiten, aber leider anders. Die haben nämlich Angst vor Lohnabkürzungen, die haben Angst vor Massenentlassung. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Flughafenangestellten Griechenlands hat sich klar gegen die Privatisierung ausgesprochen, könnte die SPD ja einmal zur Kenntnis nehmen. Meine Damen und Herren, das ganze Vorhaben ist grotesk, weil Fraport als Privatisierer griechischer Flughäfen mehrheitlich in staatlichem Besitz ist und dann Bouffier in Brüssel auch noch eine Absicherung der Finanzierung des Fraport-Deals durch EU-Mittel beworben hat. Kollegin Wissler, kommen Sie bitte zum Schluss. Muss man sich einmal vorstellen, die Fraport beteiligt sich, ein öffentliches Unternehmen beteiligt sich mithilfe der EU an der Ausplünderung des griechischen Tafelsilbers. Die Gewinne fließen dann nach Frankfurt, nach Hessen und nicht mehr nach Griechenland. Hier zeigt sich, wessen Interessen Schäuble vertreten hat, nämlich die in allererster Linie die von Deutschland selbst. Und ich komme zum Schluss. Wir fordern die Landesregierung auf und wir fordern die von ihr entsandten Mitglieder im Aufsichtsrat von Fraport auf, dass sie sich dieser unsolidarischen, dieser erpresserischen und europafeindlichen Politik, dass sie die nicht mitträgt und dass der Ministerpräsident sich in Brüssel nicht weiter als Lobbyist für Fraport betätigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Kaufmann, Bündnis 90/Die Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! An der Politik, die Europa mit dem Druckmittel der Troika, später Institutionen genannt, gegenüber Griechenland an den Tag gelegt hat, kann man gewiss vieles aussetzen. Und etliche erhobene Forderungen gegenüber den Griechen führen auch hierzulande zu berechtigter Kritik. Dass umgekehrt auch aus Richtung Griechenland viel Unverständliches geliefert wurde, macht die Sache dabei nicht einfacher. Aber nach der am letzten Sonntag abgehaltenen Wahl mit der klaren Bestätigung der Regierung Tsipras zeigen die Signale in Richtung konstruktiver Zusammenarbeit auch im Hinblick auf unser jetziges Thema. Es wurde nämlich seitens der neuen Regierung, Frau Kollegin Wissler, das deutliche Interesse bekundet, die Modernisierung der griechischen Flughäfen mit Fraport erfolgsorientiert voranzubringen und deshalb die Forderung erhoben, die Verhandlungen möglichst rasch abzuschließen. Deswegen ist die Aktuelle Stunde in der Sache überholt. Die Kollegin Wissler hat sich in ihrem Vortrag leider nicht von Tatsachen davon abbringen lassen. Sie geben damit einen Bewusstseinsstand wieder, den Sie hartnäckig verteidigen, der aber mit der Realität nun wahrlich nichts zu tun hat. Und, meine Damen und Herren, an den Fakten ändert sich auch dadurch nichts, dass die Heute-Show vom letzten Freitag ebenfalls die Legende der ausgeplünderten Griechen erzählt hat und dass vorgestern Dieter Hoge und ein paar seiner Parteifreunde demonstrativ an der Bannmeile gestanden haben. Wenn man Griechenland bei seiner wirtschaftlichen Entwicklung nämlich wirklich unterstützen will, dann hilft nur eine nüchterne Analyse der Gegebenheit. Etliche von uns kennen aus den einen oder anderen griechischen Flughafen, z. B. aus Ferienzusammenhängen. Fast überall zeigt sich dringender Sanierungsbedarf, und viele Einrichtungen sind eher eine Zumutung für die Passagiere denn moderne Verkehrsinfrastruktur. Und so ist es auch kein Wunder, dass von den heimkehrenden Reisenden häufig Klagen über Betriebsmängel an den griechischen Flughäfen zu hören sind. Und, meine Damen und Herren, da ist es sehr vernünftig, dass die griechische Regierung eine Lösung suchte und den Betrieb der Touristenflughäfe,
mit Ausnahme von Athen und Heraklion als Konzession mit Investitionsverpflichtungen weltweit ausgeschrieben hat. Die Flugplätze, Frau Kollegin Wissler, mit ausschließlich inländischem Betrieb haben die Griechen von sich aus überhaupt nicht anbieten wollen. Alle Flugplätze, die Sie nennen, haben insgesamt ungefähr 3% des gesamtgriechischen Passagieraufkommens. Das heißt, 97% sind die anderen. Wenn Sie Athen und Heraklion abziehen, bleibt ungefähr die Hälfte, die jetzt in der Ausschreibung drin war. So sind die Realitäten. Und, meine Damen und Herren, diesen internationalen Wettbewerb hat Fraport gemeinsam mit einem griechischen Partnerunternehmen gewonnen. Es gab also aus griechischer Sicht das beste Angebot ab und hat deshalb den Zuschlag erhalten. Und das Angebot umfasst, damit es alle noch einmal sich merken, erstens eine Vorabzahlung, zweitens jährliche Konzessionszahlungen mit erstens fixem und zweitens ergebnisorientiertem Anteil sowie die von mir schon erwähnten Investitionsverpflichtungen, die sich von der Fachleuten auf mehr als 300 Millionen Euro summieren dürften. Das vorgesehene Engagement von Fraport bei den griechischen Flughäfen ist auch, wenn Frau Wissler das nicht wahrhaben will, das Gegenteil von Ausbeutung. Es werden auch keine Schnäppchen damit gemacht. Meine Damen und Herren, es werden vielmehr beidseitige Chancen positiver Entwicklung genutzt. Denn für die griechische Seite, das wissen wir alle hier, ist der Tourismus die Branche überhaupt, an der sich sozusagen die weitere Entwicklung festmacht. Und intakte und gut gemanagte Flughäfen sind für die Entwicklung des Tourismusverkehrs nicht nur ein großer Gewinn, ja, sie sind die Voraussetzung, dass das funktionieren kann. Und für Fraport gilt auf der anderen Seite natürlich ebenso. Mehr Touristen bedeuten mehr Kunden bedeuten mehr Umsatz. Und natürlich will Fraport als Unternehmen dabei auch sozusagen positive Ergebnisse erzielen. Ja, was denn sonst? Was denn sonst? Meine Damen und Herren, im Übrigen, das ist das, was Sie so diffamiert haben. Natürlich liegt eine positive, erfolgreiche Geschäftsentwicklung der Fraport AG auch an anderen Standorten in dieser Welt, und da gibt es ja noch mehr, auch im Interesse des Heimatstandorts. Deshalb, meine Damen und Herren, ist der Antrag der LINKEN nicht nur unverschämt im Ton, sondern auch völlig neben der Sache. Es geht weder um Verkauf oder Ausverkauf öffentlicher Infrastruktur, sondern es geht darum, hier Strukturen zu verbessern, damit es eine positive Entwicklung gibt. Und im Übrigen sei mir noch der Hinweis gestattet, letzter Satz von mir, der örtliche Widerstand, denken Sie einmal darüber nach, könnte auch etwas damit zu tun haben, dass sich eingefahrene Strukturen dagegen wehren, in professionelles Management umgestaltet zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frankenberger, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Landtag bietet immer noch Überraschungen. Man stelle sich eine solche Rede, wo Frank Kaufmann Fraport verteidigt, vor zwei Jahren vor. Ich glaube, wir hätten so etwas nicht für möglich gehalten, aber Respekt. Meine Damen und Herren, liebe Kollegin Wissler, Sie haben hier sehr engagiert, wie immer, Ihren Beitrag vorgetragen, aber Sie werden mir wahrscheinlich sicherlich recht geben, inhaltlich war das nicht gerade Ihre stärkste Rede, die Sie hier vorgetragen haben. Wissen Sie, ich muss mal sagen, und auch Ihr Glückwunsch zu der Wahl in Griechenland. Wissen Sie, das Einzige, was die SPD im Moment an Tsipras wirklich gut findet, wo wir mit ihm auch übereinstimmen, ist, dass er die ganzen Fundamentalisten aus der Partei rausgeschmissen hat. Das würden wir uns von Seiten der LINKEN, von Herrn Bartsch, auch einmal wünschen, meine Damen und Herren. Denn dann würden wahrscheinlich auch solche Anträge, wie Sie zu diesem Thema geschrieben haben, und ich finde, diesem Thema wird das auf keinen Fall gerecht, was Sie hier als Antrag eingebracht haben. Das kommt mir so vor, als hätten sich ein paar spätpubertäre Altlinke und ein paar Fundamentalisten heute Nacht zusammengesetzt und hätten gerade einmal das aufgeschrieben, was Ihnen gerade durch den Kopf geht, meine Damen und Herren, ohne überhaupt von der Thematik Ahnung zu haben.
damit das mal unter uns auch klar ist. Wir nehmen die Menschen, die sich um den Ausverkauf der griechischen Infrastruktur sorgen, diese Sorgen nehmen wir sehr, sehr ernst als Sozialdemokratische Partei. Und das gilt insbesondere im Bereich der Energieversorgung. Aber gerade weil wir die Menschen so ernst nehmen, ist hier eben keine holzschnittartige Betrachtung, das Absondern von Plattitüden notwendig, sondern eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Situation und den Bedingungen. Das ist notwendig, meine Damen und Herren, wenn man das Engagement von Fraport bei den Regionalflughäfen in Griechenland beurteilen will, meine Damen und Herren. Und wir kommen nach sorgfältiger Auswertung der Fakten zu dem Schluss, das Engagement von Fraport bei den 14 griechischen Flughäfen ist sinnvoll und nützlich, insbesondere auch für die griechische Infrastruktur, meine Damen und Herren. Und weil das so ist und weil wir wissen, dass die Menschen in Griechenland von Sorgen geplagt sind, da haben wir hier nicht die Verantwortung, diese Ängste noch zu schüren, sondern wir haben die Verantwortung, den Menschen diese Ängste zu nehmen, meine Damen und Herren. Das ist die Aufgabe der Politik, wenn sie verantwortungsvoll mit den Sorgen der Menschen umgehen will, meine Damen und Herren. Und deshalb jetzt zu den Fakten. Für ca. 2,5 Milliarden € bekommt Fraport Konzessionen, um 14 griechische Regionalflughäfen 40 Jahre lang zu betreiben. Erwartet werden 20 Millionen Passagiere. Und von diesem Geschäft profitiert natürlich das Land Hessen, die Stadt Frankfurt, die zusammen 51% der Anteile haben. Aber, liebe Frau Kollegin Wissler, was ist denn daran so schlimm, wenn Unternehmen, Aktiengesellschaften Geld verdienen und dann Steuern bezahlen, die wir in soziale Projekte, in Infrastruktur reinstecken können, meine Damen und Herren? Was ist denn daran so schlimm, liebe Kollegin Wissler, dass das so ist? Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, es gibt ein ganzes Bündel von. Kollege Schäfer-Gümbel, ein Fraktionskollege hat das Wort. Es gibt sicherlich ein ganzes Bündel von Ursachen, die zu der Situation beigetragen haben, wie wir sie heute in Griechenland vorfinden. Aber zwei davon möchte ich jetzt einmal nennen. Das ist die teilweise wirklich desolate Infrastruktur und das Versäumnis von notwendigen Investitionen in der Vergangenheit, meine Damen und Herren. Griechenland braucht dringend Investitionen in Arbeit und Infrastruktur. Deswegen ist das Engagement von Fraport hier auch eine riesige Chance für die Menschen in Griechenland, meine Damen und Herren. Und ich sage das noch einmal. Natürlich gibt es bei diesem Engagement auch Ängste von den Regionalpolitikern und von den Gewerkschaften. Frau Wissler hat darauf hingewiesen. Aber ich bin überzeugt, ein Unternehmen von Fraport weiß, welche Verantwortung sie mit der Übernahme dieser Flughäfen übernommen hat. Da sind wir als Sozialdemokraten optimistisch, und wir sind froh, dass mit Fraport ein Betreiber gefunden wurde, der unser Vertrauen genießt. Das ist doch besser als irgendein Betreiber aus arabischen Ländern. Kollege Frankenberger, bitte kommen Sie zum Ende. Das ist doch besser als ein Betreiber aus den arabischen Ländern oder aus Fernost, wo dann die Fragen des Arbeitsrechts überhaupt keine Rolle mehr spielen. Nein, meine Damen und Herren, wir unterstützen das Engagement von Fraport. Vielen Dank für Ihnen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Reif, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Wissler, wenn wir von Ihnen einen leidenschaftlichen Kampf für Flughäfen hier heute gehört haben, dann ist das etwas ganz Besonderes. Nein, leidenschaftlichen Kampf für griechische Flughäfen. Also, vielleicht sind Sie dann auf dem Umweg irgendwann einmal bei uns hier in Deutschland und kämpfen ebenso leidenschaftlich für unsere Flughäfen. Ich sage aber, die Schlagworte zu diesem Thema der LINKEN sind nicht nur fragwürdig, nein, sie sind irreführend, sie sind demagogisch, und im Kern sind sie auch verlogen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wahr ist, die 14 griechischen Flughäfen, die in Frage stehen, werden nicht an Fraport
und deren griechischen Partner verkauft, wie sie ständig glauben machen wollen, sondern die beiden Partner unter Führung der Fraport erhalten eine Konzession zum Betrieb der 14 Flughäfen über einen Zeitraum, Frau Wissler, von 40 Jahren. Und Konzession kommt, wie Sie wissen, aus dem Lateinischen und heißt concedere, und das heißt zum Deutschen zugestehen oder erlauben und nicht verkaufen, Frau Wissler. Das ist der Unterschied zwischen dem, was Sie glauben machen wollen, und was die Fakten sind. Und ich sage, Frau Wissler, zur Klarstellung, eine Konzession ist in diesem Fall die Erlaubnis zur Nutzung des Gemeingutes 14 Flughäfen durch den griechischen Staat an den Betreiber Fraport, und nicht mehr und nicht weniger. Und die Fraport zahlt, wie eben schon durch den Kollegen Kaufmann ausgeführt wurde, nach der Vertragsunterzeichnung vorab, was unüblich ist, einen Upfront von rund 1,2 Milliarden € an den griechischen Staat. Und anschließend wird Fraport zudem mit seinem Partner die 14 Flughäfen, die sich allesamt, aber auch allesamt in einem liederlichen Zustand befinden, sanieren, rehabilitieren und auch in Ordnung bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und das in technischer, in baulicher und in sicherheitstechnischer Angelegenheit. Denn überall, Frau Wissler, hängt es daran, dass diese Dinge an dem Flughafen nicht stimmen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit werden die Flughäfen, die ausschließlich auch von Touristen und nationalen Griechen benutzt werden, in einen Zustand gebracht, der nationalen und internationalen Standards standhält. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist generell notwendig in einem Land wie Griechenland, das ja vom Grundsatz her seine Haupteinnahmen aus der Tourismusindustrie generiert und davon auch in Zukunft weiterleben muss und weiterleben kann. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu glauben, dass da keine griechischen Menschen Arbeit finden, ist vollkommen irrsinnig. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, all das, was ich gesagt habe in Sachen von Sanierung, Rehabilitierung und so weiter, wird dann auch eine Chance für Griechen sein, die sich dort auch beteiligen können. Und im Grunde genommen, Fraport ist natürlich auch daran interessiert, um konveniente Einkaufsmöglichkeiten an diesen Flughäfen zu schaffen für Touristen, wie sie das an anderen Flughäfen in der Türkei oder in Südamerika auch macht. Das heißt also, hier werden Dauerarbeitsplätze in den Shops geschaffen, die natürlich von den Touristen frequentiert werden und animiert wird, auch Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das dann alles erfolgt ist, nämlich technische Aufrüstung, bauliche Aufrüstung, Sicherheitsaufrüstung, dann wird, wie der Kaufmann sagt, eine jährliche erfolgsabhängige Konzessionsabgabe gezahlt. Und übrigens wird durch die Sanierung und Rehabilitierung natürlich auch gezahlt, was insgesamt um die 300 Millionen € kosten wird. Also eine eindeutige Win-Win-Situation von Ausverkauf, von Verhökerung, von Zwangsversteigerung, von Demütigung, von Erpressung, von Verscherbelung von Tafelsilber. Also bei allem muss ich sagen, unter Tafelsilber verstehen wir im Grunde genommen etwas vollkommen anderes als das, was da vorgefunden wird. Frau Wissler, es ist eine Schande, wie Sie mit der Unwissenheit von Menschen spielen und wie verlogen Sie mit diesem Thema hier umgehen und glauben machen wollen, dass Sie in diesem Falle auch noch recht haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Man könnte sich ja die Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, dass wir alle, die vier anderen Fraktionen dieses Hauses, sicherlich auch die Landesregierung
uns mit diesem peinlichen, populistischen, dummen Antrag der Fraktion der LINKEN auseinandersetzen. Aber unser aller Hoffnung ist, dass die vielen peinlichen Lügen, die in Ihrem Antrag stehen, von uns so klug aufgedeckt werden können, dass nicht viele Ihrer Demagogie noch hinterherlaufen, sondern dass Sie merken, dass Sie einfach bewusst Unsinn erzählen, Frau Kollegin Wissler. Rosinenpickerei. Rosinen kann man nur dann picken, wenn man die Auswahl hat. Offensichtlich haben Sie gar nicht verstanden. Das ist die griechische. Hören Sie doch mit Ihren relativ unintelligenten Zwischenrufen aus. Sie wissen genau, dass es die griechische Regierung gewesen ist, die ein Paket geschnürt hat, in welches sie 14 Flughäfen hereingenommen hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht wollen ja auch Sie das gar nicht hören, deshalb quaken Sie ja dauernd dazwischen, hat die griechische Regierung das sogar sehr klug gemacht, weil es sich nämlich um Flughäfen handelt, die für die Infrastruktur in Griechenland von besonderer Bedeutung sind, aber in einem derart eklatant schlechten Zustand sind, dass Investitionen vorgenommen werden müssen. Das nennt man nicht Rosinenpickerei, sondern das nennt man das Nutzen von Know-how auf der einen Seite, von Finanzen auf der einen Seite und das Eigentum auf der anderen Seite. So arbeitet man in der Welt zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich dachte, dass das wenigstens Sozialisten noch verstehen würden. Zweite Bemerkung. Da bin ich sehr dankbar meinen beiden Vorrednern, Herrn Kaufmann und auch Herrn Reif, dass Sie auf die Investitionen hingewiesen haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn sich dann auch wirklich das Geschäft mit Unterschrift ergibt, das ist ja auch noch fraglich, wie wir wissen, ist Fraport bereit, über 300 Millionen € dort zu investieren. Also Geld eines hessischen Unternehmens fließt nach Griechenland, um dort beim Wiederaufbau und an der Strukturierung der Wirtschaft zu helfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als Freie Demokraten finden das richtig und gut. Und deshalb unterstützen wir auch das, was Fraport macht. Dritte Bemerkung. Vielleicht sollte sich einmal Gedanken darüber machen, warum die griechische Regierung auf Fraport zukam. Ich kann Ihnen ein bisschen die Antwort geben. Ich habe das Geschäft ja auch über 10 Jahre aus dem Aufsichtsrat heraus Beteiligungen als Ausschussvorsitzender begleitet, weil Fraport damit hervorragende Ergebnisse gemacht hat, weil es eine Win-Win-Situation für diejenigen gewesen ist, die ihre Flughäfen Fraport zur Verfügung gestellt haben, damit sie ausgebaut werden. Das haben wir z.B. in Antalya, das haben wir in Burgos und das haben wir in Lima. Um nur einmal drei Beispiele zu nennen, Sie müssen sich gar nicht weiter mit dem Thema beschäftigen, nur einmal die Entwicklung dieser drei Flughäfen anschauen, vorher, nachher. Eine Win-Win-Situation für die jeweiligen Länder und natürlich auch eine Win-Situation für den Flughafen, für das Unternehmen Fraport. Deshalb will ich von Herrn Frankenberger Ihr Beispiel oder Ihr Bild übernehmen, mit dem man hat sich da einmal zusammengesetzt und man hat da einen Antrag zusammengeschrieben. Bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich habe noch eine Befürchtung. Da gab es ganz, ganz schlechten alten Lambrusco noch dabei. Und deshalb so ein blöder Antrag. Wir lehnen ihn ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Schäfer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe nach der Lektüre des Antrags, der die Aktuelle Stunde ja begleitet, und der Rede von Frau Wissler lange überlegt, wie findest du zusammenfassende Bewertungen dieses Gesamtkunstwerks? Und mir sind nur Formulierungen eingefallen, die mich an die Grenze eines Ordnungsrufes bringen würden. Deshalb lasse ich es. Eine solche Dimension von gequirltem Unsinn habe ich selten in diesem Landtag erlebt, meine Damen und Herren.
Nun mag man, Herr Kollege Kaufmann, hervorgehoben haben, über die Fragestellung dessen, des Umgangs Europa mit Griechenland und Griechenland mit Europa an vielen Stellen sehr differenzierte Auffassungen austauschen. Das ist nicht mein Thema. Aber ich glaube, die allermeisten, die die Situation betrachten, eint die Einschätzung, dass es eine wesentliche Voraussetzung dafür gibt, dass die griechische Wirtschaft wieder auf die Füße kommt, nämlich dass sich ausländische Investoren finden, die bereit sind, in Griechenland zu investieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ohne eine solche Bereitschaft wird es Griechenland niemals schaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nichts anderes macht Fraport hier. Im Übrigen, und das haben Sie verschwiegen, gemeinsam mit einem griechischen Partner. Es ist also keineswegs so, dass ausschließlich Fraport dort sich um die Konzession beworfen hat, sondern gemeinschaftlich mit einem griechischen Partner. Und lassen Sie einmal einen Satz zu den Arbeitsplätzen. Glauben Sie denn wirklich, dass Arbeitsplätze in maroden, defizitären griechischen Staatsbetrieben sicherer sind als Arbeitsplätze in gewinnträchtigen privatwirtschaftlichen Unternehmen? Vorsicht, Frau Kollegin Wissler, wenn Sie sich das Gesamtpaket anschauen, sind in diesen beiden Paketen A7 Flughäfen. Flughäfen herinnen, die Gewinne erwirtschaften. Aber die griechische Regierung hat das Paket ausdrücklich so geschnürt, dass dort auch Flughäfen dabei sind, die defizitär sind, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Flughäfen am Markt ein Stück auch defizitäre, entwicklungsfähige Flughäfen dort hineinzubringen, meine Damen und Herren. Und das Konsortium hat geboten einen Betrag von 1,25 Milliarden € und wird 300 Millionen € in die Infrastruktur auch solcher Flughäfen investieren, deren wirtschaftliche Existenz ohne die Investition kaum möglich wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie mich noch einen Hinweis geben. Das, was das Auslandsengagement der Fraport anbetrifft, kann sich, was ihre Ergebnisse nicht nur für die Fraport selbst, sondern vor allem auch für die ökonomische Entwicklung in den jeweiligen Ländern mehr als sehen lassen. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, das ließ sich fortsetzen. Nehmen Sie den Flughafen in Lima. Der Flughafen in Lima hat im Jahr 2001 Zahlungen an die öffentlichen Hände, also Konzessionsabgaben und Steuern, in der Höhe von 40 Millionen € generiert. 2009 waren es bereits 100 Millionen Dollar. Und im Jahr 2014 hat sich der Betrag noch einmal verdoppelt, 200 Millionen US-Dollar, die aus dem Betrieb durch Fraport, durch den Flughafen in Lima für die öffentlichen Hände in Peru sich ergeben haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist eine klassische Win-Win-Situation. Das ist nämlich jemand, der in der Lage ist, international professionell Flughäfen zu betreiben, einen Flughafen betreibt, daraus seinen Vorteil zieht, aber der Vorteil, der in der Region bleibt, ist um ein Vielfaches höher als das, was Fraport an Benefit hier zu uns nach Hessen, nach Deutschland zurückzieht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das zu verstehen, dafür braucht man keine Einzelökonomie, aber möglicherweise die Fähigkeit, ein Stück Realitätsbewusstsein für sich zu adaptieren und nicht nur immer diesen gequirlten Unsinn mit Ideologie beladenen Phrasen hier runterzudreschen. Das geht so nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Staatsminister Schäfer. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann stelle ich fest, dass auch diese Aktuelle Stunde abgehalten ist. Und, wie wir beschlossen haben, kommen wir dann zur Abstimmung über den dringlichen Antrag, Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, soll sofort abgestimmt werden. Genau, und dann rufe ich auf zur Abstimmung den Antrag Drucksache 19-2471. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist dieser Antrag bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Ablehnung durch alle anderen Fraktionen abgelehnt.